Mahlzeit, moin Leute, und herzlich willkommen zurück auf meiner Achterbahn des geilsten Hobbys der Welt. Ein neuer Tag, ein neuer Jahresrückblick, eine Runde mit der blauen R7. Das Jahr 2023 ist schon wieder zu Ende. Meine Güte, das ging echt schnell dieses Jahr. Meine persönlichen Highlights von diesem Jahr, hier kommen sie jetzt. Viel Spaß damit. So ein bisschen, alles klar. Was damit zusammenhängt, wo permanent OBS draufläuft. Nun möchte ich meinen PC mit meinem Teil da unten. Mein Teil! Das ist mein Teil! An alle Rammstein-Fans unter meinen Videozuschauern. Yama Blue fährt im Sommer nach Berlin zu Rammstein. Weil das Rammstein-Konzert in Berlin und auch in Polen, in Katowice, so geil war, habe ich beschlossen, es geht nächstes Jahr zur neuen Tour, nicht auf ein Konzert, nicht auf zwei Konzerte, nicht auf drei Konzerte, nicht auf vier Konzerte, sondern auf 5 Konzerte. 5-mal. Also habe ich rund, sagen wir, 600 Euro für Rammstein-Karten ausgegeben. Oh Mann, das wäre ein Teil für einen neuen Auspuff gewesen. Oder ein Teil von einer neuen Verkleidung oder ein Teil von einem neuen Helm. Ich möchte mir noch einen zweiten Einteiler kaufen. Und das Ganze vor allem, weil dieser Beric Misano hier mich langsam aber sicher aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund anfängt, mich langsam aber sicher zu kastrieren. Und ich weiß, dieser Satz war jetzt extrem dämlich formuliert. Okay, wir hatten ja einen Pfeil in der Ampel, Acker. Och Leute. Alles verlernt hier. Machtet gut. Tschö. Ich dachte gerade, dass ich im Livestream bin, so ein bisschen. Weil ich nämlich meine Stimme im Hintergrund höre. Denn hier läuft meine Premiere. Ja, ey, 3 Leute gucken dieser Premiere zu. Schlecht gealterte Aussagen von CB Sandro oder Yama Blue. Ich habe in dem Video gesagt, ich werde hier nie wieder Kurven fahren. Ist eine schlecht gealterte Aussage, ne? Was tue ich denn hier gerade? Ja, ich fahre hier gerade. Genau. Oder auch so eine andere Aussage von mir. Ich werde die Honda nie verkaufen. Ein Jahr später. Wo Honda? Es ist einfach nur lustig. Ich bin noch nie bis dahinter gefahren. Ich will aber auch ehrlich gesagt nicht dahinter fahren, weil ich... Ja, eigentlich Sinn. Ja, eigentlich Quatsch. Eigentlich kann ich dahinter fahren. Das kann mir eigentlich keiner was. Ich werde heute auch nicht so in die Kurven ballern. Kniesteifen kann ich, by the way, immer noch nicht. Ist auch erstaunlich, dass ich noch nicht kontrolliert wurde mit der R7. Entweder fahre ich nur Strecken, wo man nicht kontrolliert wird. Oder ich bin nicht auffällig genug, weil ich nicht glaube. Oder ich habe Glück und fahre zu Zeiten, wo gerade Schichtwechsel ist. Ich habe mittlerweile fast 16.000 Kilometer auf der R7. Und fahre die jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr. Und ich wurde noch nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal kontrolliert. Nicht ein einziges Mal. Ich verstehe das bis heute nicht, warum ich noch nicht kontrolliert wurde mit der Karre. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Also der Pole hier vorne ist echt penetrant heute. Meine Güte, ey. Der hat mich ja vorhin schon überholt gerade und jetzt macht er schon wieder Anstalten zu überholen, obwohl wir hier gleich eh in die 70-Zone kommen. Ach nee, jetzt lässt das bleiben. Ach nee, der will anscheinend abbiegen, oder? Wollen wir mal gucken. Die wollen alle da vorne abbiegen. Na gut, ich lasse es. Naja, da müssen wir mit dem Parkhaus vorlieb nehmen. Das sieht hier so aus, als würde man an die Decke stoßen. Leipzig hat einen Zoo und in diesem Zoo leben Giraffen. Sehr viele sogar. Und hier, das Ganze hier nennt man Rosental. Und in diesem Rosental gibt es einen Punkt, der nennt sich Zooschaufenster. Und zu diesem Zooschaufenster geht es jetzt hin. Circa 400 Meter lang schieben. Herrlich, ne? Naja, das tut man nicht alles, ne? Ja,
Jetzt werden wir sogar schon von den Joggern überholt. Oh, das ist anstrengend, ne? Mhm. Aber es sind die falschen Tiere. Die Giraffen sind nicht da. Wo Giraffen? Gesehen, wie die Frau geguckt hat? Ach nee, könnte ja gar nicht. Ist eine Pixelmaske drüber. Solange die Bullen nicht kommen, ist alles gut. Das war ja mal ein Fail, oder? Oh, hier, der schleift. Das kann ich leider nicht. Das ist ja alles nicht mehr normal. Ich glaube, die Straße hier wurde nur für diesen einen Zweck gebaut. Mal richtig zu stellen. Ich habe keine Angst vorm Kurvenfahren. Ich komme halt nur nicht so weit runter, wie ich das gerne würde. Ja? Im Kopf ist da so eine gewisse Blockade irgendwann drin. Weil ich halt nicht umfallen will, ne? Also weil ich ja halt keinen Unfall machen möchte und mich hinschmeißen möchte. Möchte ich nicht nochmal machen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass zu diesem Zeitpunkt der Hintergedanke auch noch eine große Rolle gespielt hat, dass man nur Teilkasko versichert ist und seinen Sturzschaden selber zu bezahlen hat. Mittlerweile ist meine R7 Vollkasko versichert und ja, diese Bedenken gehören der Vergangenheit an. Noch nie erlebt, dass eine Tankstelle so voll ist, dass das so lange dauert. Ich stehe hier bestimmt schon seit 10 Minuten oder so. Willkommen zu einer neuen Folge von Yammer Blue ist unvernünftig. Oh, jetzt hat mich dieser Blitzer hier gekriegt. Das ist leider nicht der einzige Blitzer im Jahr 2023 geblieben. Es kam dann noch ein Blitzer dazu, 40 Euro musste ich bezahlen. Und zwei Parktickets, also zwei Parkverstöße habe ich auch noch begangen. Die durfte ich auch noch schön bezahlen. Der Arbeitspulli sitzt aktuell ziemlich eng. Wie einige von euch vielleicht wissen, ich bin aktuell noch in der Ausbildung. Beziehungsweise ich befinde mich gerade in der Endphase der Ausbildung. Die theoretische und praktische Abschlussprüfung meiner Ausbildung steht jetzt eigentlich unmittelbar bevor, wann genau, das ist unwichtig. Genauso wie was ich mache, das verrate ich auch nicht. Habe ja schon so oft gesagt, dass ich das nicht verraten werde, was ich mache. Der geneigte Zuschauer meines Kanals, auch wenn es nicht viele sind, dürfte mitbekommen haben, dass ich mir einen neuen Einteiler gekauft habe. Mir haben diese Aufnahmen hier wirklich gut gefallen und nächstes Jahr gibt es wirklich eine Insta360, also das gönne ich mir dann nächstes Jahr. Das wird heftig. Ich habe die Kamera des iPhone 11 Pro, welches hier immer noch hängt, jetzt so weit geschrottet, dass sie unbenutzbar geworden ist. Ich blende euch hier mal ein Video ein, wie das Kamerabild aktuell aussieht. So sieht das aus, wenn du deinen Kamerabildstabilisator des iPhones mit der Quadlock-Handyhalterung komplett geschrottet hast. Um dem Problem mit dem Telefon aus dem Weg zu gehen, bin ich losgezogen und habe mir einfach ein neues bestellt. Ja, das kommt hin, würde ich sagen. Es ist das iPhone 14 Pro Max geworden, für Leute, die fragen. Wenn die Sonne auf den Einteiler scheint, das hört sich jetzt komplett komisch und bescheuert an, ich weiß, dann wird der ja weich und riecht dann nach Leder. Und dieser Dynasty-Ledergeruch, ich finde den irgendwie total geil. Ich mag diesen Geruch. Und hier wird Starthilfe benötigt. Und wir haben einen Kniedown da vorne. Und einen Fast-Kniedown da vorne. Nicht ganz. Ich hab grad Spaß. Kommen wir jetzt zu meinem beliebtesten und erfolgreichsten Video, seit ich hier auf dieser Plattform aktiv bin. Das Video hat mittlerweile 33.000 Aufrufe. Also das ist wirklich, für meine Verhältnisse ist das wirklich echt viel. Was der Typ da an diesem Tag abgezogen hat, ist nicht in Ordnung. Geht überhaupt nicht. Auch wenn in den Kommentaren behauptet wurde zum Teil, dass der Typ doch total nett sei und so. Ist mir scheißegal. Gucken wir uns einfach mal
diesen Rotz an. Du wirst überholt. Alter! Alter! Ja gut, der weiß, was er tut. Ja und nein. Nochmal, weil es nicht geil aussieht. Du wirst überholt. Alter! Es ist ja nicht der einzige Fauxpas von diesem Typen an dem Tag gewesen. Hier nochmal, weil das auch nicht geil aussieht. Der Geile hätte mir gerade fast das Leben genommen. Ach, schön. Das war zu knapp. Herrlich. Ein herrliches Spielzeug, diese Drohne. Ist die grüne Ampel nur an oder nicht? Also ich würde jetzt sagen, die ist an. Der grüne Pfeil ist an. Hat man jetzt echt nicht sehen können durch diese tiefstehende Sonne. Gut, so tief steht die gar nicht. Dann musste ich auch letztens traurigerweise feststellen, dass AGV den Corsa R nicht mehr herstellt. Das heißt, ich muss jetzt gut auf meinen Corsa aufpassen. Na gut, der nächste Helm wird dann halt einfach ein Pisser. Sei es drum. Kostet zwar doppelt so viel, 1600 Euro statt 800 Euro, aber wie habe ich schon mal gesagt, Bikefahren ist teuer. Passt mal auf, ich zeige euch mal was. Schaut mal hier, das ist ein AGV Pista. Der Schneeflockenhelm, so sieht er von hinten aus. Ich habe die Nummer 754 von 2000, also von diesem Helm. Gibt es nur 2000 Stück weltweit. Sieht richtig geil aus. Und es ist gut möglich, dass ein Teil von diesem Helmdesign sich nächstes Jahr auf meinem Bike wiederfindet. War auch gar nicht so leicht, diesen zu finden. Ich habe wirklich echt lange gebraucht, bis ich diesen Helm gefunden habe in meiner Größe und vor allem unbenutzt. Also, wenn ich mich recht entsinne, war ich 4 Monate damit beschäftigt, diesen Helm zu suchen. Auf dem Weg zum Händler, zur Werkstatt, wo dann die R7 die nächsten Tage eine Frischzellenkur bekommen wird. Wartung, Inspektion, es gibt einen Satz neue Reifen, die sind nach 10.000 Kilometern mehr als durch. Gestern habe ich meinen Satz Reifen auch noch mit einem Burnout gebührend verabschiedet. Und zusätzlich zu der Inspektion und den neuen Reifen lasse ich noch neue Blinker einbauen, denn mir gehen diese langen Blinker echt auf den Sack. Ich finde die echt nicht toll. Da ist sie jetzt nun, wie sie nach dem Blinkerumbau aussieht. Ich gehe eine Runde rum, damit ihr euch das in Ruhe ansehen könnt, wie sie jetzt aussieht mit den neuen Blinkern. Ah, das sieht so herrlich aus, ne? Viel besser, das Heck sieht viel schöner aus, viel aufgeräumter jetzt. Ah, herrlich.
Was das genau für Blinker sind, keine Ahnung. Das sind die Blinker hinten. Ey, die sind wirklich winzig klein. Das sind bloß so zwei kleine SMD-LEDs drin. Das sieht so schön aus. Sieht so geil aus jetzt. Viel, viel schöner als vorher. Da habe ich mir echt was Schönes rausgesucht. Und auch von vorne. Guck mal, das sieht viel besser jetzt aus. Ich habe ja noch gar nicht die Blinker gezeigt, wie die aussehen, wenn sie an sind. Guck mal, die Warnblinker an. Ja, das sieht auch schon besser aus. Es gab auch noch Blinker, die komplett in der Verkleidung verschwinden. Aber das fand ich persönlich nicht so schön. Und deswegen habe ich mich für diese Version entschieden. Ich zeige es euch auch noch von hinten. Herrlich. Wunderbar. Die ersten 20, 30 Kilometer haben sich übelst komisch angefühlt. Und es fühlt sich auch jetzt noch so ein bisschen seltsam an. Weil die lässt sich jetzt viel einfacher bewegen, so wie ich es vorhergesagt habe, weil die Reifen ja jetzt eine andere Form haben. Ich gucke auch schon so die ganze Zeit hier nach unten und bestaune meine neuen Blinker. Ah, herrlich. Das hat sich gelohnt. Die R7 ist es richtig aufgewertet worden. Von der Sache her hätte ich auch die Blinker selber einbauen können, aber ich war einfach zu faul und habe das dann halt die Werkstatt machen lassen. Und außerdem mangelt es mir an gewissen Werkzeugen, die ich erst dafür hätte kaufen müssen. Und in den Einsteiler stopfe ich meine sogenannten Altteile, meine alten Blinker nicht rein. Habe ich auch noch meinen kleinen Insektenkiller hier wieder gewaschen. Und wenn man mal genau hinguckt, sind wieder einige Insekten drauf. Das gleiche gilt auch für meinen Einteiler, der ist auch voller Insekten. Das ist übel nervig. Aber ja, was willst du machen im Sommer? Als Motorradfahrer hast du es überhaupt nicht leicht. Du hast so ein beschissenes, schweres Leben. Im Winter frierst du dir immer den Arsch ab, es ist eisekalt. Das ganze Salz vergammelt dein Motorrad irgendwo, deswegen kannst du im Winter eigentlich nicht fahren. Im Sommer ist es zu warm. Das ist so laut, ne, Leute, ich liebe das sowas von. Oh, ich freue mich schon, wenn es nächstes Jahr wieder soweit ist. Vielleicht sogar mit ASO 240 ist so eine grobe Schätzung von mir, was die R7 mit A läuft, also wenn sie offen ist. 240 Sachen. Ah, wo waren wir stehen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes? Links kriege ich das Knie im Kreisverkehr und auch in Linkskurven runter. Rechts kriege ich das nur im Kreisverkehr hin. Ich bin fertig mit meiner Ausbildung. Ich habe ausgelernt seit ein paar Wochen. Ah, das ist so ein herrliches Gefühl, nicht mehr Auszubildender zu sein, sondern ausgelernt zu sein. Wenn man bedenkt, dass diese Fahrzeuge 11 Monate lang im Jahr ungefähr ungenutzt herumstehen, ist schon unglaublich. Und was die kosten, ne? Na, sieht der mich, der Autofahrer? Ja. Mit was einer Präzision der René dort arbeitet. Schön. Und er macht Auge bei mir. Wunderbar. Leute, was haltet ihr eigentlich von Lenkerendenspiegeln für die R7? Wenn ich jetzt mal so fahre und man sich jetzt mal die Spiegel wegdenkt, das sieht da bestimmt auch geil aus. Vielleicht mache ich es mal noch. Wir wollen ja nett sein, ne? Wir wollen ja die 1,5 Meter Abstand zum Radfahrer einhalten. Wir sind ja lieb, ne? Wir haben ja mit dem Erwerb des Führerscheins zugestimmt, der STVO zuzustimmen. Das Rennen gegen den Intercity kann ich leider nicht gewinnen. Der ist schneller als ich. Er hat geguckt. Die Polizei hat geguckt. Das ist die Hauptsache. Ich weiß nicht, woran das liegt, seit ich diesen Laguna Seca 5 von Dainese habe. Ist es so, dass ich öfter angeguckt werde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da hinten regnet es. Ich habe schlechte Laune dadurch. Deswegen drehe ich um. Hoffentlich erwischt mich dieser blöde Regen nicht. Mir ist wieder eingefallen, dass ich, als ich in der 4. Klasse war, war ich hier in der Umgebung auf Klassenfahrt. Als wir da vor, oh, wie lange ist das her? Ich glaube, 9 Jahre ist das mittlerweile her. Auf Klassenfahrt waren, haben wir unter anderem die Talsperre Pöhl besucht. Ist fast 10 Jahre her. Also fahren wir da nochmal hin.
gucken uns das nochmal an und werden dort vielleicht auch die Drohne nochmal in die Luft werfen. Alter. Eine Sekunde nicht aufgepasst und dann fährst du fast den Mitsubishi hinten drauf. Na gut, eine Macke hat er ja schon am Rücklicht. Und das für ein Geräusch. Ich frage mich, was das hier soll. Es sieht sehr mystisch hier aus. Mir gefällt diese Landschaft. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Und hier müsste gleich die Göltschallbrücke in Sicht kommen. Und da ist sie. Oh, habt ihr das gehört? Ich bin mit dem Helm an diesem scheiß Baum da lang geschrappt. Ich habe meine Drohnenaufnahmen von der Göltschallbrücke gemacht. Nur leider habe ich bei der letzten Aufnahme vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ist das blöd. Aha. Schön. Ja, schön. Schön, hier ist Wasser. Hier ist ganz viel Wasser und hier ist ein ganz tiefer Abgrund. Kommt man irgendwie da runter? Betriebs- und Versorgungsdienst frei. Okay, hier dürfen wir nicht runter. Man wird schon nicht weiterfahren wollen. Die sind völlig unbeeindruckt von mir. Na, wir kommen hier nochmal vorbei. Hallo, ihr lieben Wiederkäuer. Kuckuck. Was auch zum Brechen ist, dass die E7 hier... Schaut's euch an, wie die aussieht! Ja, sie ist schwarz und das haben einige bemerkt von euch. Ich kläre jetzt dieses Rätsel offiziell auf, was es damit auf sich hat, warum die E7 in diesem Video plötzlich ohne ersichtlichen Grund auf einmal schwarz ist. Ganz einfach, ich wollte mal ausprobieren, wie reagiert er darauf, wenn... das Bike auf einmal eine andere Farbe hat oder ein Video komplett mit einer anderen Motorradfarbe abgehalten wird, ohne dass ich irgendein Wort dazu sage. Handy ab, Schlüssel ab und Söckchen ab. Hier sind überall Leute, ne? Ich finde das übel unangenehm zu sprechen, wenn hier so Leute sind, so Selbstgespräche zu führen. Deswegen spreche ich etwas leiser, damit das keiner hört. Einmal komplett von vorne nach hinten, von oben nach unten einschäumen, dass der ganze ekelhafte Dreck erstmal schön angelöst wird. Ich habe kein Trockentuch mit, das heißt, ich werde eine nasse Hose kriegen, aber egal, es ist warm draußen. Jetzt haben wir hier ein schönes Chaos veranstaltet. Aber wir können hier siebenmal schön mit jede Menge weißem Schaum bedeckt angucken. Ja, das ist meine L7, die in diesem Video verwendet wurde. Ich habe nämlich einfach die blauen Farben von dem Video in DaVinci Resolve so angepasst oder so verändert, dass sie schwarz erscheinen. Woran erkennt man das? Wenn man sich jetzt hier das Bild mal anguckt, ist das Bike schwarz, der Himmel hier blau und hier wird er grau. Und daran kann man erkennen, dass das nachbearbeitet ist. Das ist meine L7. Das ist keine schwarze von irgendwo anders her, die ich mir irgendwo geliehen habe. Das ist meine. Wer es immer nicht glaubt, guckt mal auf das Verkehrsschild. Eigentlich ist das ein weißer Pfeil auf blauem Hintergrund. Hier ist es ein schwarzer Hintergrund. Das war es dann an der Stelle auch schon, aber nicht weglaufen. Halt, ich habe noch was zu sagen. Dieses Jahr kam verhältnismäßig wenig. Ich weiß, eigentlich ist ja mein Plan, alle 2 Wochen ein Video, macht ungefähr 25 Videos pro Jahr. Dieses Jahr kam grob überschlagen 10 Videos. Nächstes Jahr bin ich echt guter Dinge, dass das besser wird und ich wieder regelmäßiger Videos machen kann und mehr Videos mache und außerdem auch die Lust dazu habe, denn dieses Jahr fehlte mir nämlich ehrlich gesagt auch oftmals die Lust und ich musste mich zwingen, ein Video zu machen. Wenn ich das Jahr so ein bisschen Revue passieren lasse, dieses Jahr, es ist schon einiges geschehen. Im Januar habe ich meine Drohne gekauft, im Februar, keine Ahnung, da war nichts, im März, im April bin ich zum Kyffhäuser gefahren, im Mai hatte ich theoretische Abschlussprüfung von meiner Ausbildung, im Juni hatte ich dann praktische Abschlussprüfung und Ende Juni habe ich dann meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich wurde auch bei der Firma, wo ich gelernt habe, übernommen. Ja, der Juli stand natürlich ganz im Zeichen von der neuen Abteilung, die ich gekommen bin und vom
Rammstein-Konzert in Berlin, Feuerzone, ganz vorne, vierte, fünfte Reihe war ich. Am 15. Juli war das. Nächstes Jahr habe ich es auch geschafft. Ein einziges Feuerzone-Ticket konnte ich ergattern in Dresden am 18. Mai. Bin schon so gehypt darauf. Oktober, ja, bin ich, glaube, ein, zwei Mal bloß gefahren. November habe ich mir Heizgriffe für die R7 bestellt und die habe ich dann Anfang Dezember angebaut und bin jetzt schon einmal damit gefahren. Und es ist wirklich cool, sowas zu haben. Es ist ein kleines Komfortding, sagen wir mal so. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr davon erhofft. Ich hätte gedacht, dass es wärmer wird an den Händen, aber sie bringen immerhin etwas. Pläne für nächstes Jahr. Was steht nächstes Jahr an? Wie ich schon erwähnt hatte, 5 Rammstein-Konzerte. Und was eigentlich das Wichtigste nächstes Jahr ist, ist, nächstes Jahr steht schon der A-Führerschein ins Haus. Mal sehen, wie das über die Bühne geht und ich hoffe, ich brauche nicht allzu viele Fahrstunden, denn Fahrstunden sind echt teuer mittlerweile. Meine Fahrschule nimmt, wenn ich mich nicht recht entsinne, 75 Euro für 45 Minuten A-Führerschein. Dazu kommt natürlich dann noch die Prüfungsgebühr, Fahrschulgebühr, Anmeldegebühr beim Führerscheinamt und alles. Also ich rechne mit Kosten von rund 1000 Euro. Ende Februar geht es in den Skiurlaub und ich möchte da das Snowboard fahren lernen. Wenn alles gut läuft und das gute Aufnahmen werden, gibt es davon auch ein Video. Was ist noch so geplant? Ich möchte eine Komplettverkleidung von Monster Fairings für die R7 kaufen und dann, je nachdem, was für eine Verkleidung das wird, von der Farbe her, die Felgen umlackieren lassen. Und das Thema Auspuff für die R7 ist für mich immer noch nicht ganz vom Tisch. Mal bin ich auf dem Trip, es gibt keinen Auspuff für die R7. Andererseits bin ich dann wieder auf dem Trip, es gibt einen Auspuff für die R7. Mal sehen, ob es nächstes Jahr soweit ist. Und ich hoffe wirklich, dass ich das hinkriege, finanziell nächstes Jahr ein neues Auto kaufen. Und das Beste, was ich nächstes Jahr machen möchte, habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Es geht nächstes Jahr dann in den Österreich-Urlaub mit der R7. Es werden höchstwahrscheinlich 3 Tage werden. Ich möchte durch Österreich natürlich fahren, ein Stück Schweiz und Italien. So, jetzt ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich werde auch dieses Jahr wieder eine Winterpause einlegen. Und zwar bis zum 13. März 2024, 16 Uhr. Das heißt, regulär geht es wieder mit Videos weiter ab dem 13. März 2024 um 16 Uhr. Bis dahin kommt noch Anfang Januar ein Video, was ich Anfang Dezember aufgenommen habe. Und bis März ist nach diesem Video dann aber auch Ruhe. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr 2024. Hinterlasst einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar. Da freue ich mich immer drüber. Über Daumen nach unten freue ich mich nicht. Also lasst das bitte bleiben. Bis nächstes Jahr. Auf Wiedersehen. Macht es gut. Tschö.